Ahoi, ihr Landratten! Seid ihr neu in Sea of Thieves oder habt schon ein paar Spielstunden und wollt euch noch ein paar nützliche Tipps und Tricks abholen, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Viel Spaß! Einer der spaßigsten Moves in Sea of Thieves ist es, sich selbst oder seine Crew mit der Kanone durch die Gegend zu schießen. Das ist nützlich, um zum Beispiel hochgelegene Ziele schnell zu erreichen oder ein feindliches Schiff zu entern, und macht einfach Spaß. Dazu müsst ihr statt einer Kugel einfach euch selbst in die Kanone laden. Seid ihr erstmal in der Kanone, könnt ihr sie nicht mehr selbst ausrichten, das müsst ihr also entweder vorher erledigen oder einen Kameraden fragen. Mit den Schusswinkeln könnt ihr ein bisschen experimentieren, versucht aber nach dem Flug nicht zu tief zu fallen, sonst verliert ihr viel Lebensenergie und humpelt für eine kurze Zeit. Wenn ihr auf dem Meer kreisende Möwen entdeckt, dann deutet das auf ein Wrack hin. Geht an der entsprechenden Stelle vor Anker und macht einen Tauchgang nach Schätzen und anderer Ladung. Achtet dabei allerdings auf eure Luft. Wird sie langsam knapp, färbt sich der Bildschirmrand schwarz und ihr beginnt Lebensenergie zu verlieren. Nehmt also auf jeden Fall ein paar Bananen mit, die helfen offenbar gegen Luftmangel. Gucken wir ein bisschen auf das Inventar. Der Kompass ist in vielen Situationen für die Orientierung lebensnotwendig, aber er hilft euch auch bei der Schatzsuche. Manche Schatzkarten haben eine Anweisung aller: gehe 6 Schritte in Richtung Nordwest. Wenn ihr den Kompass in der Hand habt, hebt ihn mit der linken Maustaste hoch und ihr geht automatisch im Schritttempo. Die Anzahl der Schritte könnt ihr dann hören. Das nächste Gadget sieht dem Kompass recht ähnlich: die Uhr. Dort findet ihr neben der Uhrzeit auch ein Datum, das bei manchen Missionen eine Rolle spielt. Die Benutzung des Entermessers ist eigentlich recht selbsterklärend. Allerdings habt ihr neben dem normalen Angriff auch die Möglichkeit, einen Schlag aufzuladen. Damit könnt ihr schwächere Skelette sogar mit einem Treffer besiegen. In unserem Tipps und Tricks Videos für Profis erklären wir euch außerdem noch den Messer-Dash übers Wasser. Und noch ein bisschen was Taktisches. Wenn ihr nach Anbruch der Dunkelheit unterwegs seid, empfiehlt es sich immer, die Lichter an Bord zu löschen. Kommt es doch mal zum Kampf, solltet ihr beim Zielen mit den Bordkanonen möglichst geschickt sein, um einen Vorteil zu haben. Trefft ihr das gegnerische Schiff unterhalb der Wasserkante, läuft das Wasser direkt in den Rumpf und setzt das Gegenüber unter Druck. Insbesondere mit wertvoller Fracht an Bord solltet ihr diese Vorsichtsmaßnahme ergreifen, sonst seid ihr für andere Freibeuter ein gut erkennbares Ziel. Und zu guter Letzt sparen wir euch noch einen Ausflug an den Rand der Karte, wenn ihr wissen wollt, wie Rare ihr Spielfeld begrenzt haben. Nein, die Erde ist in Sea of Thieves keine Scheibe und es wartet nicht das Ende der Welt, aber mit Sicherheit das Ende eurer Crew, wenn ihr nicht rechtzeitig umkehrt. Fahrt ihr ein größeres Stück über den auf der Karte sichtbaren Bereich hinaus, färbt sich das Wasser um euer Schiff langsam rot. Solltet ihr dieses Warnsignal ignorieren, schlägt es euch schon kurz darauf schneller Löcher in den Rumpf, als ihr sie flicken könnt. Und ihr endet als Wrack am Meeresgrund. Ob hier wohl auch bald die Möwen fliegen? Das waren unsere Einsteiger- und fortgeschrittenen Tipps für Sea of Thieves. War euch das noch nicht genug, gibt's hier noch ganz viele andere Videos auf dem Kanal genau zu dem Thema. Zum Beispiel erklären wir euch auch, wie die Raids in Sea of Thieves funktionieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video, lasst gerne ein Abo da. Bis dahin und tschüss.